Und da sind wir auch wieder zurück bei die Mindtest. Jo. So, machen wir es dann wieder auf dem Heimweg? Ich weiß nicht. Weil, wie gesagt, eigentlich fällt uns bloß noch Chili. Aber jetzt speziell nach Chili suchen, ich meine, kommt ja wieder das gleiche raus wie damals mit den Kartoffeln. So war ewig, weil wir irgendwas Spezielles suchen. Das werden wir garantiert nie finden. Ja, von daher. Würde ich mal sagen, wir begeben uns mal Richtung Heimat. Ich hoffe, ich weiß die Richtung. Ich hoffe, die Richtung, die ich denke, dass es die Richtung ist, ist auch die richtige Richtung. Und zwar irgendwo in die Richtung. Genau, in die Richtung müsste irgendwo sein. In die Richtung müsste irgendwo unsere Heimat sein. Wenn nicht, sehen wir ganz schön alt aus. Ja. Also jetzt bräuchten wir mal sowas wie so ein Kompass. Mal gucken, vielleicht installiere ich doch mal diese Mod von Woozie, diese Orientierungsmod. Wäre das dann zwar halt nur fürs Let's Play und für alle anderen Spieler wäre es halt sinnfrei. Aber naja. Jetzt würdest du so drüber nachdenken, wollt ihr eigentlich nicht so Ehrenhäute ankommen? Hat es heute früh ins Forum geschrieben, dass man heute eigentlich ankommen wollte. Jetzt lässt sie mich hier ganz alleine. Das verzeih ich dir nie. Hörst du? Niemals. So, hier noch ein paar schöne Höhlen. Die lassen aber erstmal alle schön brav sein, weil wir haben selber schon eine große Höhle. Also Höhlen braucht man definitiv keine mehr. Ja, wir sind sogar richtig. Ihr leckt mich doch am Arsch. Genau, das heißt, wir müssen da jetzt rauf und dann müssen wir in die Richtung, soweit ich weiß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe es so sehr. Ich haben wir garantiert. Ja, Zwiebel. Haben wir schon. Tja. Also dann gucken wir mal irgendwie in den nächsten Folgen dann, ob wir mal irgendwie zu einer Gegend kommen. Da werden wir mal da in die Richtung schwimmen, wo wir früher waren, um den Sandstein abzubauen. In die Richtung werden wir mal gehen und da dann mal gucken, ob wir da so eine Steppe. Ja doch, so eine klassische Steppe finden. Wegen ja Ananas und so ein Scheiß. Also wirklich so verschiedenste Sachen bei uns auf den Feldern und das wird hoffentlich schön. So, da müsste jetzt in die Richtung müsste dann gleich diese kleinen Sandüberquerungen kommen, über die wir gekommen sind. Das ist hier. Ach, nur Wasser. Ah, langweilig. Wir brauchen schon Wasser. Was bist du? Ach, das sind die Tomaten. Ah, da haben wir diese Tomaten. Okay, interessant. Petpot. Okay. Chili wäre mir lieber. Kein Chili, soweit das Auge reicht. Holla die Waldfee. So, genau, hier ist nämlich jetzt die große Überquerung. Das heißt, wenn wir in die Richtung gehen, müssen wir eigentlich direkt zu Hause ankommen. So hoffe ich. Ja gut. Hier ist auch nichts. Schade eigentlich. Kätzchen. Was die gleiche Katze, die wir vorhin gesehen haben? Könnte. Liegt im Bereich des Möglichen. So, guck mal, was hier so am Rand ist. Blaubeeren. Die Ränder beachte ich viel zu selten. Ich sehe, hier wechselt auch wieder ein bisschen was.
Sag, die Frage ist halt nur, ob Sachen auch nachwachsen. Oh, was bist du denn? Oh, rote Beete. Schön. Nice. Tja, also guck mal, Chili finden wir echt keine mehr. Wo sind wir denn jetzt gerade? Ich dachte, wir sind jetzt schon auf der Insel, wo unser Haus drauf ist. Okay, also hier ist jetzt der Dschungel. Ich gehe mal kurz am Dschungel vorbei. Kann mir jemand sagen, wo wir sind? Ah, da hinten, da ist unsere Insel. Oder? Nee, da ist Bambus. Hilfe? Ja gut. Das fängt ja nicht so gut an. Das ist ja jetzt eher so semi-optimal. Ist das hier unsere Insel? Nee. Bei unserer Insel gibt es da kein Bambus, aus dem ist da hinten das Sand. Ah, aber das ist der richtige Sand. Ich kann dich trotzdem noch die Frage, wo wir jetzt gerade sind. Aber hey, wir haben Bambus gefunden. Ui. Schönes Ding. So, hier ist zumindest schon mal ein bisschen, ne, Steppe, aber ich sehe gerade absolut kein Gemüse und schon gar keine Ananas. Ach, wäre so schön gewesen. Ja. Also wenn ich mich jetzt nicht komplett dumm erstelle, müsste die schon mal unser Haus jetzt sein. Da die Insel lang. Aber was sowas angeht, irre ich mich halt sehr gerne. So, man muss hier auch mal ein bisschen mit, einfach weil es hier gerade rumliegt. Sehr gut. So, muss mal kurz gucken. Dass hier unsere Insel ist? Nein. Die müssen ja hier Dschungelbäume stehen. Scheiße, wo sind wir? Oh oh. Ja, gut. Ich meine, wenn wir Glück haben, fallen wir irgendwo rein. Wenn wir Glück haben, finden wir irgendwo einen Weg zum Spawn. Oder kreuzen irgendwo einen Weg. Aber wenn wir Pech haben, verirren wir uns jetzt gerade hier elendlich. Sagt mir das hier was? Hallo? Hier sind ganz viele Bäume und ja. Ja, scheiße. Ach, das war doch die Wir sind gerade im Kreis gelaufen. Da war gerade hier, ne? Dies hier war gerade die Sanddüne, wo wir rübergelaufen sind. Beziehungsweise nein, das war das dünnere Ding. Hier sind wir gerade rübergelaufen. Wir sind also gerade gekonnt im Kreis gelaufen. Ja, easy. Das zeugt von Können. Also im Kreis laufen können wir schon mal. Scheiße. Mist. Versuche ich jetzt einfach mal gerade auszulaufen. In Hoffnung, dass das irgendwas bringt. Oh, Kacke, wo war unsere Wohnung? Alter, gehen wir kurz die Schritte ein bisschen höher. Ist da hinten irgendwas? Ne, da hinten ist auch nichts. Da hinten ist bloß ein Berg. Kommen wir hier rüber. Ach, mehr oder weniger. Genau, hier war die eine Schlucht. Da sind wir dran vorbeigelaufen.
Kann es sein, dass sie von hinten kommen? Nee, also einen Riesenbär kann ich mich nicht erinnern. Also jetzt gibt es hier aber halt auch nichts anderes. Was noch möglich wäre, ist, dass wir von da kommen, weil da sind auch... Schon. Ah, ja klar, jetzt genau, aus der Sicht kommen wir... Ja, das hinten ist unser Bereich. Aus der Sicht kommt es wieder bekannt vor. Da war es sogar die richtige Richtung. Das war nämlich dann genau die Richtung... Ja, da hinten der Strand. Das war dann wahrscheinlich auch die Richtung, aus der wir damals das Sandstein abgebaut haben. Kommt das hin? Ja, machen wir jetzt mal Flussboot hin. Floßboot. Ja, genau, das ist unsere Insel. Genau, Dschungel und dahinter dann die Bäume. Da ist auf jeden Fall unser Bereich. Da hinten ist auch schon die Palme. Das ist unser Bereich. Müssen Sie sich bitte hochstellen? Ey, bitte enttäusch mich jetzt nicht. Ich höre, das ist unsere Region, aber ich sehe da unser Haus nicht. Und jetzt bin ich jetzt gerade schon wieder am Trugschluss. Ah, doch, da hinten ist die Brücke. Ja, das ist die Brücke. Aus welcher Richtung kommen wir denn? Ah, doch, okay, richtig. Okay, okay. Ja, das heißt, da können wir gleich wieder in die Richtung, aus der wir gerade kamen, jetzt gerade gleich wieder verschwinden. Tschüss. Schöne Wohnung. Dann hoffen wir mal, dass... Genau, wir fahren nämlich jetzt Richtung Dixon, Richtung Wald. Mal gucken, wie sich die Wolken bewegen. Die Wolken kommen zu uns, kann das sein? Scheiße, die Wolken bewegen sich an zwei Richtungen. Was genau möchtest du mir jetzt damit sagen? Ja, die Wolken bewegen sich in zwei Richtungen. Die Wolken gehen in die Richtung. Also so komplett schräg. Scheiß jemand an. Ja gut. Dann gehen wir mal da hinten direkt dahin, da wo Sand ist. Vielleicht kommen wir da auch auf Steppenbereich. Das wäre natürlich super duper. Fliegt einfach so ein Ding, Alter. Auf so ein Ding müssen wir uns mal so niederlassen, ja. Familie gründen und wisst ihr Geier was, einfach. Wäre schon geil. So, hier haben wir zumindest schon mal Zuckersand. The question is, gibt es hier auch Steppe? Da hinten ist schon mal Silversand. Die Wolken mal verschwinden, was ist hier los? So, hier ist auch nur Sand. Na. Silversand, so wird das Auge reicht. Dann ist aber wieder normales. Also nichts mit Steppe irgendwie. Oh, scheiße, ey. Das gibt es doch gar nicht. Gucken wir uns mal ein bisschen um hier, ne? Digga, Silversand sieht halt so unglaublich farblos aus. Das wäre selbst normaler Sand lieber. Das sieht wenigstens aus wie irgendwas, aber das hier sieht ja einfach aus wie Bleich, wie so ein Schwarz-Weiß-Film. Holla die Waldfee. Ah ne, hier ist auch keine Steppe. Da ist schon wieder Schneebiom, ernsthaft? Ja, ist Schneebiom. Guck, mein Schwein pfeift. Das gibt's doch auch nicht. Hier gibt es ein paar Sachen. Achso. Bohnen. Wow, dreimal das gleiche. Danke dafür.
Ah, hinten. Da sehe ich doch was. Fliegende Steppe. Vielleicht ist auf dem Boden auch Steppe. Ist ja naheliegend eigentlich. Jawoll. Nee, ist Wüste. Ist ja keine Steppe. Ach, scheiße. Was ist das? Was ist das denn für ein Baum? Ja, fick die Henne. Da sprinten wir ganz kurz hin. Achso, wo sprinten? Sollte man was essen? Was ist das für ein Baum da hinten? Der gefällt mir. Das ist ja mal ein schicker Baum. Okay. Ich glaube, das war genau der Bereich, wo wir vorhin auch waren. Es ist genau der Ich glaube das nicht. Ich glaube es jetzt gerade nicht. Wow. Ja. Das ist genau die. Da hinten, da waren wir vorhin. Das war das Stück Steppe, wo wir auf Finnland gelaufen sind. Ich glaube, mein Schwein fällt. Okay. Danke dafür. So, die Frage ist, wir haben jetzt keine Axt dabei. Ach, ich würde das Ding ja halt gerne fällen, aber es ist halt so scheiße groß mit der Hand, da würde es ewig dauern. Ja, ich würde mal sagen, läuft. Easy. Wir machen uns mal kurz eine. Haben wir was dabei? Steine aber nicht dabei, ne? Nee, wir haben gar nichts dabei. Ach, Kacke. Ah ja. Baumfällen hat ja nicht in Planung. Steine. Kann man. Woraus kann man Steine für aus anderen Sachen gewinnen? Stein. Nee, schade. Hatte nämlich gerade gehofft, dass man vielleicht diese Dinger unten ab. Also diese Kleinsteine auch irgendwie. Ne? Andererseits. Wie heißt du? Du heißt. Pebble. Ach komm, weg da. Hallo? Da. Bille. Ne, daraus kann man gar nichts machen. Schade eigentlich. Ja gut. Oh. Wir können natürlich jetzt mal hier unten ganz kurz ein bisschen Erde abgraben. Wenn wir den Bäume gerade sowieso ficken. Dann haben wir allerdings wieder eine unnötige Werkzeug dabei. Ja gut, können wir später entfernen wieder. So, das heißt, wir nehmen. Also wir machen jetzt noch kurz ein bisschen Inventar leer. So. Das macht keinen Sinn. So. So, dann kommst du mal weg. So, das heißt, wir bauen jetzt erstmal eine Spitzhacke aus Holz. Dankeschön. Und mit der machen wir uns jetzt eine Axt aus Stein. Und schon geht es ein bisschen schneller. Easy. Sehr schön. So, da haben wir auch mal neues Holz. Ne? Was komplett Neues, was ich gar nicht kenne. Vor allem, wie kräftig das Ding wird. Mal gucken, wenn wir davon vier als so. Also, ne? Ist ja hier so ein Viererstamm. Mal gucken, wenn wir davon vier anordnen, ob wir dann auch so einen riesen Baum bekommen.
Oder ob das MapGen exklusiv ist, weil es gibt halt leider manche Konstrukte, die wachsen halt nur durch MapGen. Die kann man so selbst gar nicht bauen. Oder pflanzen. Und kann durchaus sein, dass der. Also, die noch ausgewählt lassen. Kann durchaus sein, dass der Baum auch dazu gehört. Das wäre natürlich traurig. So, was ist überhaupt für ein Baum? Das ist Gummibaum. What? Kann man daraus auch Gummi gewinnen? Gummibaum. Daraus bekommen wir Common Gui. Okay. Ja klar, das ist natürlich. Ja, aber hier ist zum Beispiel reines Gummi. Bekommen wir. Achso, nee, ich möchte das herstellen. So, da haben wir Rohlatex und Kohlestaub. Ah, extrahieren. Okay. Ja, wir können also echt Gummi herstellen. Ist das krank? Nice. Hier ist aber gleich schon mal ne? Wieder was gefunden, was wir irgendwann mal ausprobieren können. In Klammern nie. Wahrscheinlich. Wie lange braucht der Bau eigentlich noch? Die Spitzhacke ist gleich weg. Die Axt meine ich doch. Alter. Hätte ich mal bloß ein bisschen Rainbow-Ohr mitgebracht, ne? Gott, Alter. Aber Spitzhacke ist gleich hin. Das kann ich ordnungsgemäß vergessen. Vor allem, da ist noch... Ja, noch 36 Dinger sind da drum drin. Du willst mich doch verarschen. Ah gut, brauchen wir noch mal ein bisschen Stein. Zum Glück habe ich meine Spitzhacke noch meine Axt noch nicht weggeworfen. Nee, doch meine Spitzhacke. Ah, ich meine ja. So. Dann machen wir mal schnell noch eine. Oh. Bam. Sehr schön. Gott, Alter, was für ein Kack-Riesenbaum. Also die ganzen neuen Mammutbäume, es gibt ja jetzt direkt auch in meinem Test diesen Dschungel-Mammutbaum, ne? Die werden alle so scheiß riesengroß. Da kriegst du immer mehr als ein Stack von Holz. Das ist schon ein bisschen krank, ne? Also, ne? Ich meine, man kann es doch übertreiben. So, packe ich jetzt schon zu oder lass mal lieber noch offen? Ich lasse noch offen. Oh oh. Was essen wir denn? Komm, hier von am meisten. So, easy. Okay, wie viel brauchen wir noch? Noch 10 Holz, ne? Könnte reichen, gut. Oh ne, schon wieder 14. Oh Gott, Alter. Das ist ja hier, boah, Alter. Schön, schön. Okay, 7, 6, 5, sollte jetzt bald gleich zu Ende sein. Yay, woo. Lange genug hat es auch gedauert. Okay, sieht gut aus. Aber erstmal reinfallen, danke dafür.
Ja, nun allerdings fällt, ich glaube mal, der Traum von Steppe ist denn hier wohl ausgeträumt. Dann müssen wir uns mal wirklich mal in eine komplett neue Richtung aufmachen. Gibt's ja nicht, ey. So, von wo kamen wir jetzt? Müssen eigentlich hier sein, genau, hier Sand. Genau, da vorne ist, genau, hier ist diese komische Silbersandwüste. So, und da müsste jetzt unser Haus sein, richtig? Sichtweite einfach mal 2000, easy. Ah, genau, da oben ist die fliegende Insel, oben links im Bild. Das heißt, wir sind hier richtig. Gut, dann setzen wir mal kurz unser Wasserboot ab hier. Da ist die fliegende Insel. Also in die Richtung müssen wir. Easy. Genau, da sind nämlich die Bäume, die wir voll von unserer Insel aus immer sehen. Dahinter ist halt die Wüste. Genau, heißt also, da ist unser Haus. Orientierung wie ein König, ey. Sichtfeld auf null. Brrrr. Oh, was ist das für eine flache Wolke? Ach ja, die Sonne. Scheint ja im Echten gerade nicht mehr. Heute sowieso gar nicht. Heute war die ganze Zeit Regenwetter. Heute sah es den ganzen Tag ungefähr so hier aus. Oder besser gesagt, sieht es halt immer noch aus. Siehst du, wenn ich jetzt eigentlich die Wettermod hätte, würde es jetzt denn jetzt auch regnen? Obwohl eigentlich unwahrscheinlich. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber sowas wäre halt geil. Die Skybox und dann auch noch Regen aktivieren. Ich meine, das ist für den Server absolut ungeeignet. Regen allgemein, also Regen oder Schnee, das ist definitiv laglastig as fuck. Aber jetzt so also für Singleplayer oder für Lokalserver wäre es halt schon mal echt geil. Gut, dann schalte ich mal die Skybox auch langsam wieder aus. So, kommst du mal weg hier? Dankeschön. Ich würde mal sagen, pflanzen wir mal nächste Folge die Sachen, die wir jetzt eingesammelt haben, mal alle schön ein. Genau. So viel denn zu dem Thema. Würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao mit V.